Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. So, wir haben jetzt mit Hiela, Galloway und mit Rümgrant oder Rümergrant geredet. Vodica und Whale ignorieren uns. Eotas ist nicht mehr vorhanden. Leider. Also bleibt nur noch Berat. I'm here. Aber mit dem möchte ich selber beten. Erneut stehst du vor dem Schrein und dem Totenschädel-Sternbild, das die Hingabe zum Berat symbolisiert. Zum Berat beten. Als du zum Berat betest, findest du dich wieder auf der Straße. Findest du dich wieder auf der Straße wieder? Du kneifst die Augen zusammen und blickst in die Ferne. Du siehst eine kleine, fahle Gestalt, die auf dich wartet. Zunächst glaubst du, es sei eine weitere Vision von Erzdruide Restin. Doch dann bemerkst du den skelettartigen Körper und das steife Grinsen der Gestalt. Sie steht vor einem weiteren Schädeltor, doch der Weg führt nach unten und nicht weiter vorwärts. Die Gestalt winkt dich heran. Das muss der Totengräber sein. Alles Stimme ist leise. Hinter dir steht eine Frau, ihre Haut milchig weiß gegen ihre schwarzen Haare. Sie trägt eine Rüstung, die so dunkel ist, dass sie das Licht der Sterne aufzusaugen scheint. Die Straße windet sich hinter ihr einen Berg hinauf. Das ist der bleiche Paladin. Sie streckt eine Hand aus, ein Wegzollreisende. Ah, und hier ist die bleiche Ritterin. Der Wegzoll wird mit der Zeit höher. Kala lacht nervös. Dem Totengräber folgen oder die bleiche Ritterin bezahlen? Bezahlen wir die Ritterin? Du legst einige Kupferstücke in ihre Hand und sch sie schließt die Faust darum. Du spürst sofort, wie dein Geldbeutel etwas schwerer wird. Der Herr dieser Straße verlangt von jedem einen Wegzoll, aber er leiht großzügig, auf dass alle seine Straße wieder bereisen können. Hinter ihr grinst der Totengräber sein lippenloses Lächeln und wartet. Die Straße gräbt sich in den Berg und du findest dich in einer riesigen Höhle wieder. Die Decke steigt weit auf und ist mit Feuchtigkeit bedeckt. Auf dieser Entfernung sehen die glänzenden Tropfen aus wie Sterne, die in Sternbildern zusammengefasst sind. Der Totengräber und die bleiche Ritterin führen dich einen Weg hinauf, der in den Rand der Höhle gehauen ist. Zwei identische Höhleneingänge warten vor dir. Du folgst dem Totengräber in einen davon. Du stehst am Rand und blickst hinab auf eine endlose, sich stets verändernde Ebene, die von einer Straße durchtrennt wird. Erst da bemerkst du, dass du dich nicht mehr auf der Straße befindest. Als du der Straße bis zu dem Punkt folgst, wo sie unter dir verschwindet, erkennst du, dass du in einer der Augenhöhlen eines riesigen Totenschädels stehst. Der Totengräber deutet auf die Straße. Der Erzdruide Restin erscheint unter dir. Er sieht genauso aus, wie du ihn in Erinnerung hast. Ernst und mit glatter Haut. Doch mit jedem Schritt wächst er, schwillt vor Blut und Essenz an. Seine schweren Schritte werden langsamer und langsamer, bis er ganz stehen bleibt. Sein aufgeblähter Körper füllt den Weg komplett You aus. met a dwarf traveling this road. What did you do? Die Stimme der bleichen Ritterin ist leise und sanft. Du bist auf dieser Straße einem Zwerg begegnet. Was hast du getan? Er hat viele Jahrhunderte gelebt. Ich brachte ihm den Tod. Er hat viele Jahrhunderte gelebt. Ich brachte ihm ein neues Leben. Er lebte von dem Blut anderer. Ich sorgte für Gerechtigkeit. Restin hatte zu lange stillgestanden. Ich habe ihn lediglich wieder in Bewegung gesetzt. Das Schicksal aller Sterblichen ist es zu sterben. Ich habe den Willen der Götter gewirkt. Gerechtigkeit oder in Bewegung? Ich habe ihn in Bewegung gesetzt. Das Fleisch der bleichen Ritterin ist straff um ihren Schädel gespannt. Sie nickt einmal ein kaum merkliches Absenken des Kinns. Life is kinetic. Forward motion. 100 beginnings and endings nested within a million more. Das Leben ist kinetisch, vorwärts gerichtete Bewegung, 100 Anfänge und Enden, die in einer Million weiterer verschachtelt sind. Als Restins geschwollener Körper platzt, ist es, als würde ein Damm brechen.
Gespenstische Gestalten, so verschwommen und klar wie Rauchschwaden, bewegen sich auf dem frei gewordenen Pfad vorwärts. Einige stolpern und stürzen voran, andere trotten und lassen sich treiben, doch alle bewegen sich vorwärts. Der Totengräber deutet auf eine weitere Gestalt, die sich den Pfad entlang bewegt. Diesmal siehst du Hohewartin Erona, als sie der Straße folgt, werden ihre Bewegungen immer langsamer und unregelmäßiger. Ihre Beine knarzen mit jedem Schritt und aus ihren Füßen wachsen lange, dicke Wurzeln, die sich in den Boden graben. Schließlich bleibt sie stehen wie angewurzelt. You found a tree that had lived for centuries. Its roots were deep, and its boughs sheltered many. Why did you cut it down? Die bleiche Ritterin wendet sich wieder dir zu. Du hast einen Baum gefunden, der jahrhundertelang gelebt hatte. Seine Wurzeln waren tief und seine Zweige gaben vielen Schutz. Warum hast du ihn gefällt? Er war unnatürlich, er konnte sich nicht selbst nähren. Bäume gehören nicht auf die Straße. Ich dachte, wenn ich den Baum fälle, würde der Fürst der Straße mir vielleicht seine Gunst schenken. Ich war die endlosen Rätsel des Baumes leid. Er war ein Parasit. Seine Zweige boten anderen Schutz, aber seine Wurzeln saugten sie aus. Ich fälle gerne Dinge. Sind wir mal ehrlich, es war ein Parasit. All draw their life's energy from the deaths of others. This is why all must remain part of the cycle of death and rebirth. No creature may be a closed loop unto itself. Alles zieht seine Lebensenergie aus dem Tod anderer, deswegen muss alles Teil des Kreislaufs von Tod und Wiedergeburt bleiben. Kein Lebewesen kann allein eine abgeschlossene Schleife sein. Erolas Körper versteinert und die glänzenden Blätter in ihrer Haare wehen auf den Pfad. Du suchst jemand anderen, der sein Leben am Rand des Kreislaufs gelebt hat. Er sitzt im Inneren des Rades und beobachtet seine Umdrehungen. Mit jedem Leben wird er aus dem Strom gehoben und intakt wieder in ihn zurückgesetzt. Warum jagst du Taos? Taos hat tausende von Seelen für Vodica gefangen. Ich muss ihn daran hindern, ihr absolute Macht zu verschaffen. Antworten, er versteht, was mir widerfahren ist. Rache, meine Seelenpein ist sein Werk, ich werde ihn büßen lassen. Ich suche eine Lösung, indem ich ihn zur Rede stelle, bereite ich den Schmerzen ein Ende, die er mir bereitet hat. Nehmen wir die Eins. If you know this much, then another god has already spoken with you. And given you half of the answer. Wenn du so viel weißt, dann hat bereits ein anderer Gott mit dir gesprochen und dir die Hälfte der Antwort gegeben. Taos sieht Vodica. Sie will aus ihrem eigenen Kreislauf entkommen. Macht ohne Niedergang. Taos hat tausende von Seelen aus dem Kreislauf entrissen, damit ihre Essenz sie stärkt. Die schwarzen Untiefen in den Augen drohen dich zu verschlingen. Du musst ihn aufhalten und du musst sie in den Kreislauf zurückbringen. Welchem Zweck würde es dienen, die Seelen wieder in den Kreislauf zu schicken? Ich wüsste nicht, was das mit mir zu tun hat. Warum braucht Vodica überhaupt Taos Hilfe und warum brauchst du die meine? Die Götter führen Seelen durch den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt, aber Eora ist das Reich der Sterblichen. Wir stehen daneben, Gewichte und Gegengewichte. Würde einer die Gezeiten der Gestandenen ändern, alle würden ihm folgen. Wir würden diese Welt aus ihrer Achse heben. Daher befiehlt Vodica einem Sterblichen ihr Werk zu verrichten und daher muss auch ein sterblicher Taos aufhalten. Welchem Zweck würde es dienen, die Seelen wieder in den Kreislauf zu schicken? Diesen Seelen zu helfen ist eine Frage des Gleichgewichts, wenn ich drin. Es dient dazu, die natürliche Ordnung der Welt beizubehalten. Ebbe und Flut der Essenz zu wahren. Ein Kreislauf ist unabänderlich und monoton. Es gibt doch gewiss eine Alternative. Kann man sie nicht den Hohlgeboten zurückgeben? Als beschädigte, belastete Dinge. Mischst du sauren Wein mit frischem? Die Güte, die du suchst, liegt darin, ihnen einen Neuanfang zu gewähren. Nicht darin, sie an dieses Leben zu ketten. Gibt es keine bessere Alternative? Die Illusion der Revolution. Sie ist lediglich Teil eines weiteren Kreislaufs, eines schmerzlichen. Wahre Veränderung besitzt Struktur, Geometrie. Sie ist das Produkt von Kreisläufen in Kreisläufen. 1000 sich drehende Zahnräder, die das Universum um einige Grade bewegen. Ich glaube, ich verstehe, was du mir sagen willst. Ich muss nun nach Sonne im Schatten gehen. Der Totengräber deutet auf die Straße und das endlose Sternenmeer, während die bleiche Ritterin spricht. Ich zeige dir nur die Bewegung des Universums, Wächterin.
Ich muss nach so einem Schatten gehen. No mortal can survive the descent into the pit. But there are souls on the burial isle that are pledged to me. I will grant them to you, and they shall bear you down safely, as well as light the way beyond. Kein Sterblicher kann den Abstieg in die Tiefe überleben, aber es gibt Seelen auf der Grabinsel, die mir die Treue geschworen haben. Ich überlasse sie dir und sie werden dich sicher hinabbegleiten und dir auch danach den Weg leuchten. Am anderen Ende der Straße erscheint eine Menge, die ihre Stimme erhebt und Staub aufwirbelt, als sie in deine Richtung bewegt. Wächter, führe sie in den Kreislauf zurück. Wenn du mir das versprichst, werde ich dir die Macht verleihen, die ein Meister des Todes angemessen ist. Die Leicheritterin hebt einen Finger. Wenn du aber meine Gunst akzeptierst, verlange ich diese Entscheidung von dir. Früher oder später treibe ich die Schuld aller Sterblichen ein. Ich muss darüber nachdenken. Beide dich, Wächterin. Das, was Taos vorhat, kann nicht rückgängig gemacht werden. Nicht einmal durch Umdrehungen des Rades. Der Totengräber deutet hinter dir. Als du dich umdrehst, befindest du dich wieder in Ter Evron. At once. Ja. Oh, wir haben viel Steuern eingetrieben diesmal. Wie sieht's mit meinem Ausbau aus? Doch immer fast. Eigentlich immer noch 3 Tage. Da sind nur noch die Sachen hier zum Ausbauen. Geld haben wir ja genug. So, wir haben Diener des Todes. Beratif ist erfreut, dass die beiden Druidenanführer wieder dem Kreislauf zugefügt wurden. Der Gott hat mir sicheres Geleit nach solchem Schatten und Unterstützung in meiner Suche nach Taos zugesichert. So, jetzt sind wir eigentlich soweit fertig mit der Hauptstory, außer dass wir jetzt Taos in den Point of No Return folgen können. Was ich als nächstes machen werde, ist die Kopfgelder. So gut ich es kann. Eigentlich sollte ich das ziemlich gut können. Das sollte mir auf jeden Fall noch ein Level-Up bescheren. Alof ist vor mir, was ist. Wahrscheinlich durch die Quests, die er gemacht hat. Du entzinkt halt ein bisschen hinterher. Aber ja, ich denke mal, bis auf die Weißmark werde ich mal die Gruppe so beibehalten. Also ich werde jetzt erst die Kopfgelder machen. Da werde ich Odnua bis zum letzten Stockwerk machen. Oh, hi. Halt. Stop right there! Der verdorbene Soldat hält dir ein Kurzschwert an die Brust. Du bist in der falschen Stadt, Inquisitorin. Did you think you wouldn't be recognized here in your old home? I've seen your trials with my own eyes. Dachtest du, man würde dich hier in deiner alten Heimat nicht erkennen? Ich habe deine Prozesse mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe gesehen, wie du Scheiterhaufen in Brand gesteckt hast, auf denen gute Leute gefesselt waren. Leute, die ich seit vielen Jahren kannte. Er packt dich an der Kehle und dir wird die Luft abgeschürt. Ob tatsächlich oder nur aus Einbildung, weißt du nicht. Sie verdient dein Geständnis. Er hebt seine Schwertspitze und hält sie dir unmittelbar vor dein Auge. Suros, what are you doing? Suros, was tust du da? Erschrocken lässt der Soldat dich sofort los und wendet sich zu der Frau um, die diese Frage gestellt hat. Sie trägt ein einfaches Wollwams und ist in einem guten Kopf kleiner als er, scheint aber dennoch über ihm zu drohen. Du hast das Gesicht dieser Frau schon einmal gesehen, aus der Ferne, blutig und verbrannt, über ein eisernes Rad gespannt. Aber jetzt ist in ihrem Gesicht nur Sorge zu sehen. Eine von der Inquisition gesandte Meuchelmörderin, Herrin, die es wagt, sich unserem Nager zu nähern.
Wenn sie eine solch schlechte Meuchelmörderin ist, sich am wenig Tage einem bewaffneten Wachmann zu nähern, habe ich nichts zu befürchten. Ich würde mir anhören, was diese Frau zu sagen hat. Sie blickt ihn starr an, bis er den Blick abwendet. Er tritt beiseite, beobachtet dich aber mit ärgerlichem Blick von der Seite. Seine Fingerknöchel umschließen den Knauf seines Schwertes so fest, dass sie weiß werden. My own sister returned home. I never dreamed this day would come. Iovaras Augen weiten sich, als sie dein Gesicht zum ersten Mal sieht. Meine eigene Schwester, nach Hause zurückgekehrt. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass dieser Tag einmal kommt. Ich hatte nicht das Recht, es zu erwarten, nicht nachdem wir so auseinandergegangen sind. Ich hatte gehofft, wir könnten von vorne anfangen, ist eine Lüge. Ich wollte dich einfach wiedersehen, ist eine Lüge. Ich bin gekommen, um dir zu helfen, wo ich kann, ist eine Lüge. Ich glaube nun, dass deine Lehre wahr ist, ist auch nur eine Lüge. Ich kann nicht länger ertragen, was ich im Namen der Inquisition für böse Dinge getan habe. Du musst mir helfen, dem ein Ende zu setzen, ist auch eine Lüge.